Unpacking kämpft gegen billige Klone ihres eigenen Spiels, die nun in den App-Stores als Handy-Games auftauchten. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Diese App, die nicht nur so aussieht wie Unpacking, sondern dreisterweise auch genauso heißt, nämlich Unpacking Masters. Hierbei handelt es sich um eine Kopie des Spiels, die eben kostenlos auf dem Handy verfügbar und vollgekleistert mit Werbung ist. Das hat auch einen Grund, denn so können die App-Treiber einfach Geld durch die Werbung kassieren, wobei sie fast alles vom Original übernommen haben. Es gibt auch noch andere Spiele, die Unpacking ähneln, aber Masters ist die offensichtlichste Kopie von allen. Hier sind sogar die Gegenstände 1:1 übernommen worden. Nur die Pixelgrafik konnte nicht nachgeahmt werden. Die App schaltete außerdem primär Werbung auf der chinesischen Social-Media-Plattform TikTok. Wobei das kleine Indie-Team des richtigen Unpacking mit Nachrichten von Fans des Originals zugeflutet wurden. Das Entwicklerteam namens Witchbeam war überfordert mit der Situation, denn trotz des Erfolgs von Unpacking aus dem letzten Jahr fehlen die Ressourcen und das Wissen, mit so einem Fall rechtlich umzugehen. Unpacking hat übrigens auch Alex aus unserem Team bei Release total begeistert und in der englischen Community von Eurogamer landete das Indie sogar auf dem ersten Platz der Videospiele 2021. Die Geschichte geht in diesem Fall für das kleine Team hinter Unpacking relativ gut aus. Durch den Aufruhr, den sie über die sozialen Medien Twitter und TikTok verursachten, hat die Community sofort reagiert. Die Klone von Unpacking Masters wurden so oft von der Community gemeldet, dass sie nach 6 Stunden aus den Apple App Stores und schließlich 2 Stunden später auch aus den Google App Stores verschwanden. Ob das aber weitere Klone verhindert oder aufhält, ist eine andere Frage.